Okay, wo müssen wir denn jetzt hin? Das sehen wir wahrscheinlich nicht, ne? Bordell, Kühlhaus, verschlossen, Künstlerschuppen, verschlossen. Punkt von Interesse. Versteck des Mörders, Kneipe des Stille, verschlossen, verschlossen. Ja, gut. Ich bin sehr beruhigt, dass unser Schnipsen uns trotzdem überall hinführen kann. Auch wenn wir selber überhaupt nicht rausfinden können. Achso, sprich mit Romek. Das ist auch irgendwie noch offen. Dann gehen wir doch da erstmal hin. Foreman Romek? Depends who's asking. I'm looking for Javier. I need to talk to him. Here, our mamas teach us we ain't supposed to talk to strangers. Can we spare ourselves the verbal wrangling? I'm in sort of a hurry. A hurry? Well then, my dear sir, let's make sure you get on your way. To the hospital. Oh, ich will nicht. Es tut mir schon so ein bisschen leid, aber die Kämpfe gehen mir hier echt ein bisschen auf den Keks. Fokus. Deine Handlungen können nicht verlangsamt oder unterbrochen werden. Angriff mit Übung zum Deaktivieren, das sollten wir definitiv ganz schnell deaktivieren. Unverwundbarkeit. Du bist immun gegen neue Status. Es ist mir fast egal. Wir prügeln damit Upyr rein. Das wäre erstmal das Erste. Damit wir unterbrechen können. Schaden zu Lebenspunkte des Ziels bestimmen, wie viel Schaden die Fähigkeit zufügt. Mehr Lebenspunkte, desto mehr Schaden. Also macht es durchaus Sinn, damit anzufangen. Du bist leider auch direkt der Schnelle hier. Ich kann mir nicht unterbrechen. Der macht 8 Schaden, der macht auch 8 Schaden. Das tut sich ja nicht so viel. Der hat 29, der hat 27. Wie viel? Wir ziehen nur 3 Fokus selber ab. Wenn wir dich mal anjaulen, zum Beispiel, dann schützen wir uns auch direkt mit dem Fokus. Du hast jetzt was genau getan? Achso, du hast die Leute beschleunigt, ne? Das ist aber nicht sehr nett. Adrenalin steigert den zugefügten Schaden um 50. Dann quälen wir dich doch noch ein bisschen. So. Und dann bist du auch mehr oder weniger raus. Schläge einstecken. Fügt Schaden zu. Die Fähigkeitsgeschwindigkeit steigt um 1 und die Lebenspunkte des Angreifers unter 50% sinken. Lass das mal. Dann gehen wir auf. Moment, dich müssen wir nicht unbedingt deaktivieren. Immun gegen Status, das ist relativ uninteressant. Wir könnten dich rausnehmen. Und ihn unterbrechen. Hervorragend. Hey, der Fokusschutz ist ja schon weg. Na gut. Upyr nimmt den raus. Abwehrhaltung. Fügt Schaden zu und verringert Fokus. Zaubertapferkeit senkt den erlittenen Schaden um 80. Das finde ich aber nicht so cool. Lass das. Ah, er hat nicht so viel Schaden bekommen, aber der ist raus. Und der ist raus. Sehr gut. Haben wir nur noch den. Der. Wir versuchen ihn zu unterbrechen. Bis immun gegen Status. Und wir können das mit Bukowatsch deaktivieren. Und einen Status zufügen. Das macht ja keinen Sinn. Wir heilen uns, glaube ich, mal eine Runde. Sehr gut. Machen wir einfach genauso weiter. Und weiter schnelle Schläge.
Ja, warum wollen die eigentlich immer alle aufs Maul haben? Die Frage stelle ich ja ungefähr jede Folge. Und ich verstehe es tatsächlich nicht. Okay, wir müssen hier suchen, aber wir können wahrscheinlich nur mit ihm da oben reden, so wie es aussieht. Und die Kämpfe machen mir persönlich auch gar nicht mal so viel Spaß. Excuse me, officer. What do you mean not allowed? Sergeant Kadash, folks gotta work there, feed their families. We're conducting an operation. More like farting around. My taxpayer rubles are paying for you to chow down on herring. Let me through to the wharf. And what are you here for? Was los ist, darauf bestehen, dass sie dich durchlassen, den gestohlenen Ohana-Ausweis vorzeigen. Ah, deswegen haben wir den mitgenommen. Sergeant Karash, I'm here on official business. Of course. Boys, let this gent through. Well, ain't they all chummy? What about us? Das ist ja praktisch. Aber warum soll ich da eigentlich reingehen? Das habe ich noch nicht so richtig mit. Also wegen Hafir, ja, aber. Woher wissen wir, dass wir hier hin müssen? Das ist so ein bisschen merkwürdig. Nichts, da gibt es tatsächlich nur das da. Aber ein bisschen umgucken werde ich mich hier trotzdem. Ich finde übrigens, dass das echt ganz cool designt ist hier alles. Hier ist niemand. Ich werde mich umsehen. Ja, das können wir ganz gut. Boxsack, ein ramponierter, handgefertigter Boxsack. Er sieht robust aus. 1, 2, 1, 2. Schweiß strömt ihm vom Gesicht. In seinem Kopf dreht sich alles nur um eins. Die Hiebe prasseln im Takt gegen den Boxsack. Sie verraten Präzision, Leidenschaft und Bereitschaft zur Improvisation. Die Hieber der Boxhandschuhe haben eine deutliche Spur auf dem Boxsack hinterlassen. Sie ist so kraftvoll wie ein reißender Fluss, so unberechenbar wie eine Sturmflut, so voller Leben wie die ersten Tropfen des ersten Frühlingsregens. Unbekannte Spur, ja wahrscheinlich auf ihr. Schnupftabakdose, eine Schnupftabakdose mit Kokablättern. Es ist ein Hilfsmittel, auf das jemand keinesfalls verzichten möchte. Die Hand wandert instinktiv zur Tabakdose, sobald körperliche Anstrengungen bevorstehen. Vor einem Kampf gewährt sie einen dringend benötigten Energieschub. Im Schlafzimmer gewährt sie, wenn es die Situation erfordert, die nötige Stimulation. Im Bett. Die Laken wurden achtlos aufs Bett geworfen. Leidenschaft hat ihre Spuren auf den Laken hinterlassen. Unbekannte Spur, ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Spur sehen will. Blutbefleckte Bandagen. Auf den Bandagen, die achtlos zur Seite geworfen wurden, sind immer noch Blutspuren zu sehen. Die Bandagen wurden um gesunde, starke, unversehrte Hände gewickelt. Erst später wurden sie in Blut getränkt. Es war das Blut eines Gegners, dessen Gesicht eingeschlagen wurde und der dabei mehrere Zähne einbüßte. Verstreute Kleidung. Die verstreuten Kleidungsstücke deuten darauf hin, dass hier jemand wohnt. Ach so, das Bett und so weiter nicht, alles klar. Die Kleider wurden wie Ballast von den Schultern geworfen und liegen nun in verschiedenen Ecken und Winkeln der Bleibe. Sie warten darauf, dass jemand sie wieder aufhebt und erneut anzieht. Auch wenn sie zerknittert und schmutzig sind. Wer auch immer hier lebt, legt keinen großen Wert darauf, alles blitzsauber zu halten. Schlussfolgerung ziehen. Javiers Barkasse. Javier hat sich die Barkasse als Junggesellenbude hergerichtet. Hier lebt er, hier trainiert er hart. Hier feiert er seine Siege in weiblicher Gesellschaft und lässt sich von ihnen nach Niederlagen trösten. Sein ganzes Leben scheint sich um Kämpfe zu drehen. Ich sollte mich in der Nachbarschaft nach einem Sportverein oder einer Boxhalle umsehen. Fortfahren. Looks like Javier trains.
gut, dann haben wir ja jetzt. Enough of this, Narishkeet. Say who you are and what you're doing on my turf. Vorstellen, ihm zunächst befehlen, dass er sich zeigen soll. Höflich darum bitten, dass er sich zeigen soll. Wir bleiben höflich. It's a little crude to shove your way into someone's head without asking. You don't have the guts to look me in the eye. It's better that way. We can talk as equals. I'll put it another way. How come you're pestering me about Javier? Geben, dass du einen Schmuggler brauchst. Geben, dass du nach Javier suchst. Nach seinem Salutor fragen, sagen, dass du nicht wusstest, dass jemand diesen Ort bewacht. Wer ist er denn überhaupt? Ich fühle mich ein bisschen überrumpelt. Wer ist denn Salutor? Your Salutor. I don't know him. He's a Dybbuk. He looks around for lost souls who don't know better and go where they shouldn't. Terrifying. Zugeben, dass du einen Schmuggler brauchst. Zugeben, dass du nach Javier suchst. Das mit dem Schmuggler müssen wir ja nicht direkt sagen. Und das mit Javier, das hat er sich ja offensichtlich schon gedacht. Also. I'm looking for Javier. What for? Let's say I need his services urgently. Is that all? I took you for someone else. I can introduce you to Javier. You interested? I know Javier likes to fight, so should we head to the boxing ring? Something like that. I see you've sniffed out what you can. Shall we? Fragen, wo der Haken ist, also zustimmen und gemeinsam gehen, fragen, wo der Haken ist, herausfinden, mit wem er dich verwechselt hat. Das würde mich interessieren. Who did you take me for earlier? Nothing of interest to you. Internal neighborhood affairs. Hat der uns seinen Namen eigentlich schon genannt? That's all? No extra conditions or requests? Tongue of a devil, heart of an angel. That's me. Oder auch umgekehrt. Lead the way. You sure changed your tune quickly. Welcome to Povisla. Fighting first, hugging later. Ariel Rothe, stick with me and they won't touch a hair on your head. Just don't come on Saturdays. Aber. Welcome to the dungeon, a mecca of gambling and violence. You see the box above the ring? I'll wait there. Make yourself comfortable, put a bet on the fight, and come find me. Aber wir haben doch eben erfahren, jeder Tag ist Samstag. Okay, wenn das hier ein Boxring ist, dann können wir uns hier wahrscheinlich auch wieder mit allen prügeln, oder? Wir können ja erstmal mit allen reden, das wäre erstmal... Was möchtest du da lesen? Ich bin mir nicht sicher, was du da lesen kannst, aber hey, wenn du dir das angucken möchtest, bitteschön. Ach, dann liegt was auf dem Boden, ich dachte schon. Verlorene Wette, 2. September, Basch... Schick gegen Suppe. Sieg Balschick. Setz 10 Rubel. Unterschrift X. Fortfahren. Javiers Kampfliste. 5.8. Rotauge Wackler in der 2. Runde besiegt. 27.8. Dennis Wolgin hat sich in der 3. Runde ergeben. 2.9. Suppe Gleichstand. 3.9. Joaquin Hernandez in der 3. Runde gewonnen. Gordon Hermanas. Da gibt es noch was zu lesen. Broschüre. Erleben Sie ein einziges Spektakel in Warschau. Revolverhelden und Indianer direkt aus dem Wilden Westen. Sitting Bull, der legendäre Indianerhäuptling. Die süße Annie Oakley und die legendären Gordon Sisters. Kommen Sie und entdecken Sie Amerika. Excuse me, are you ladies fighting here? Yep, Bessie and Alice Gordon from Buffalo Bills.
There a problem? No, not at all. I'm wondering how you ended up here. Getting even. We got a score to settle. Sure do. With Barstick. That fucker was going with me for a while. Only he didn't mention. He was dating me, too. We're gonna jog his memory. American style. With violence. I see. Good luck in the fight. Ich hab so ein bisschen ein Problem mit den durch die Kleidung backenden Schlüsselbeinen bei den beiden. Massageausrüstung. Massagerollen und Kompressen zur Behandlung versteifter Muskeln. Massagen und Salben, Aufwärm- und Dehnübungen, die schmerzenden Muskeln werden unzählige Stunden lang behandelt, um die Beweglichkeit der Gelenke wiederherzustellen. Nur damit der Trottel in den Ring steigen und Leute verprügeln kann. Diesmal wird es nicht helfen. Diesmal wird es nicht jedoch nicht helfen? Nichts wird diese Hüfte heilen. Vertraute Spur, Boxliebhaber. Da ist Ariel. Gleich. Erst alles andere angucken. Vertraute Spur. Die Spur auf den Boxhandschuhen stimmt mit der Spur überein, die ich auf dem Boxsack in der Barkasse gefunden habe. Schlussfolgerung ziehen. Der Star der illegalen Preiskämpfe. Barschitschik leidet an einer ernsthaften Hüftverletzung, aber das ist nur eins seiner Geheimnisse. Die Spur auf seinen Boxhandschuhen stimmt mit der Spur auf der Barkasse überein. Javier ist Barschitschik. Barschitschik ist Javier. Rufe versucht, mich wie ein Idioten aussehen zu lassen. Ich glaube, jetzt haben wir einen Tipp hier an der Seite übersehen, ne? Dann können wir hier noch reden. Place your bets, ladies and gents. Don't miss the chance to earn some dough. How about a bet? Wetten? Fragen, was das für ein Ort ist? Fragen, wer kämpfen wird? Gehen. Was ist das für ein Ort? Ich meine, ich bin nicht von hier, ich kenne das nicht. What kind of place is this? You're awful twitchy. You want a spree or angling to rat us out? Who let you in here? Sagen, dass du mit Ariel hier bist. Wie spricht man ihn richtig aus? Ich habe keine Ahnung. Lügen und sagen, dass du auf einen Junggesellenabschied bist. Ariel? I came with Ariel Rofe. If you're with Ariel, it's all hunky-dory. You're in our dungeon here, gent. No rules, no restraints. That's how we play around here. Ask away. I'll tell you what I know. Fragen, wer kämpfen wird. Who's fighting? Our pride and joy. A real canny lad from right here in Povisla. Barstik. And in the other corner? Everybody who wants to take him on. All of them against one. Sort of a local tradition. So, you betting there, ain't you? Haben wir Geld zu wetten? I'd like to bet on the fight. On Barstik or on everybody else? Ja, komm, auf Barschik. I'll put a rubble on a Barschik. Corking choice. You take IOUs? Sure, why not? Get riding. Na gut, dann können wir jetzt mit Ariel reden. Der kleinen Meerjungfrau. You're fretting, Ariel. His hips are fine. Shouldn't you be at home right now, with your husband? And you, what are you doing here? Barstik, meet Viktor Shulsky. He has business with Javier, and he'll do anything to meet him. Anything? Anything. Viktor is a thaumaturge. It might make for a fantastic main attraction. What do you think? Sorry, what? What? A magician in the ring? Yeah.
bei Rufo darüber beschweren, dass er nichts über den Kampf gesagt hat. Am Kampf teilnehmen, wenn du dafür mit Javier sprechen darfst. Sagen, dass du weißt, dass du gerade mit Javier sprichst. Bevor wir in den Ring gehen, also ich würde es halt schon machen fürs Let's Play, auch wenn wir die Kämpfe auf den Sack gehen. Hätte ich aber eigentlich ganz gerne gespeichert. Aber ich denke, wir werden um den Kampf sowieso nicht rumkommen. Also wir wissen, mit wem wir da reden. Enough kidding around, Barstig. I know you are Javier. Well, you almost impressed me. Javier Sanchez Viaconejito Ramirez. Now that we know you ain't just anybody, maybe you can show us if you're the real deal, or just some stiff from downtown. You getting in the ring? Mit dem Kampf einverstanden erklären, sagen, dass du nicht kämpfst. Ich hätte gern vorher gespeichert, aber gut, was soll's. All right. Yeah, I like him. Señoras y señores, a slight change of plans. I won't be fighting. I know. Barschek is the best. But listen. Marcel and his brothers-in-law versus a son of Shurmisha, a swell, a magician, Victor Shursky. Don't embarrass me.